CSGO. Ja, heute spielen wir auf der Map The Salt. Auf jeden Fall eine richtig, richtig tolle Map, Leute. Wo vielleicht nicht unbedingt gerade riesig groß ist, aber auf jeden Fall genügend groß. Und ja, heute gibt es auf jeden Fall eine Runde fliegender Scoutschütze, Leute, habe ich gedacht bei dieser Map, Leute. Denn fliegender Scoutschütze spielen wir wirklich am wenigsten, Leute. Und ich denke, auf gewissen Maps darf es auch wieder mal ein fliegender Scoutschütze-Modus geben, denn ich finde das auf jeden Fall ein richtig, richtig toller Modus. Und ja, ist vielleicht nicht das Beste, weil hier natürlich, weil wir hier natürlich die ganze Zeit jetzt hier, also nicht die ganze Zeit, aber weil wir hier vielfach halt im Gebäude drin sind, ist es vielleicht nicht immer das Gelbe vom Ei, aber naja, ich denke, wir bekommen das auf jeden Fall gut hin, denn jetzt lernen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr zu snipen. Kann man ein bisschen Sniper-Zielen üben. So, wir führen auf jeden Fall mit 1 zu 0, Leute. Dürfte auf jeden Fall wieder eine actionvolle Runde heute werden in diesem, also auf dieser Map, in dieser Folge. Ja, wie gesagt, die Map ist jetzt nicht riesig, aber für mich eigentlich genügend groß zum Spielen. Und ja, falls ihr euch diese Map auch herunterladen möchtet, Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung. Hier ist wieder nur Punkt A zur Verfügung, aber aufgepasst. Leute, wir spielen auf der Seite von den Anti-Terrorien-Einheit und das Team von den Terroristen kann trotzdem die Bombe legen. So, ich snipe den hier ab. Sehr schön gemacht. Wir spielen halt jetzt die ganze Zeit mit der Sniper. Wir können natürlich auch messen. Wir können ja mal probieren, einen Gegner zu messen. Ne? Ich probiere das mal, wenn hier irgendwo ein Gegner kommt. Das finde ich cool, Leute, dass ich hier durch dieses Lüftungsrohr kann. Wo ist ein Gegner? Ich probiere mal. Leute, ich kann hier springen. Und wenn ich hier springen kann, kann ich ja mal probieren, einen Gegner zu messen. Okay, ich probiere jetzt mal, einen Gegner zu messen. Wenn ich einen finde. Oh mein Gott, den habe ich aber schön gemessen, ne? Ein Messerschlag oder Messerstich und ich habe ihn exakt getroffen, ey. So, 2 zu 0 steht, Leute. Also für mich ist natürlich dieser fliegende Scout-Schützen-Modus überhaupt kein Problem. Natürlich werden wir nachher noch einen Wettkampf hier starten. Aber zuerst beginnen wir mal mit einer Runde fliegender Scout-Schütze. Okay, ich muss, glaube ich, mal probieren, mehrfach von draußen zu spielen, weil von drin können wir es ja, Leute, ne? Das Rätsel ist aber von draußen, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Shit. Ey, ich wollte die jetzt so schön alle drei von oben rasieren. Schön in der Luft, alle von oben. Ja, toll. Jetzt stirbt mein ganzes Team, oder was? Der letzte, Leute, der letzte. Ja. Ja, ey, wieso laggt das hier jetzt so herum, Leute, ne? Ich habe die Map erst gedownloadet und jetzt laggt es noch so herum. Keine Ahnung, was los ist. Auf jeden Fall wollte ich da weggehen, aber irgendetwas hat hier ein bisschen gelaggt. Naja. Egal, Leute, so intensiv laggt es auf jeden Fall nicht. Wahrscheinlich ist es noch ein bisschen am Verarbeiten, dass es jetzt diese Map natürlich, dass ich die gedownloadet habe. Naja. Schöner Headshot, ey. Da habe ich jetzt aber schön auf den Kopf gezielt. So ein schöner Headshot bringe ich nicht die ganze Zeit hin. Oh mein Gott, zweiter Headshot. Zweiter Headshot, Leute. Voll in die Birne getroffen. Okay, drei Gegner. Dritter Headshot, wenn ich mich nicht täusche. Oha, Leute, heute gibt es auf jeden Fall eine Headshot-Runde, ne? Das habe ich ja gesagt, Leute. Wenn man Headshots macht, dann geht es am schnellsten. Und das ist gerade hier der Fall. 3 gegen 2, also wenn wir dieses Duell nicht schaffen, Leute, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich kann sogar die Gegner probieren zu messen, ne? Schön gemacht. Okay, sehr gut, Leute. Wir sind zu dritt, ja. Die Bombe können wir auf jeden Fall easy aufhalten. Wir führen sowieso mit 3 zu 1. Keine Chance für das Team von den Terroristen. Ich denke, wir bleiben mal bis zum Wettkampf jetzt hier auf der Seite von den Antiterrorien-Einheiten. Denn es macht einfach ordentlich Spaß, Leute. Ich weiß, dass große und hohe Herumhüpfen hier in diesem fliegenden Scout-Schützen-Modus bringt nicht unbedingt hier drin viel, aber trotzdem macht es auf jeden Fall eine Menge Spaß, vor allem wenn mehrere Gegner hier sind. Voller Headshot wieder, ey. Voller Headshot, ey. Normalerweise mache ich einfach Sniper-Kills, aber heute mache ich nicht nur Sniper-Kills, sondern ich mache auch noch Sniper-Kills mit Headshots, also Sniper-Kills, also Sniper-Headshots, Leute, oder besser gesagt einfach Headshots. Ey, Alter, das geht richtig ab.
das geht auf jeden Fall richtig ab. Von hier hinten habe ich die Map noch gar nicht betrachtet, Leute, ne? Die Map sieht auf jeden Fall richtig easy aus. Was ich auch wieder cool finde, Leute, ist, dass man hier durch kann, durch diesen Lüftungsschacht, was wieder sehr nützlich sein kann, wenn, weil wenn zum Beispiel hier ein Gegner ist, dann kann ich ihn direkt abknallen. Okay, ich glaube, mehrheitlich wird wieder von drinnen gekämpft. Ich kann auch einen messen, wenn es sein muss. Digga, stirb doch! Digga, der eine ist gestorben wegen einem Messerstich und den musste ich, da musste ich zwei oder dreimal zuschlagen. Ja gut, der vorherige hatte, glaube ich, auch nicht mehr so viel Leben. Ich glaube, das war auch der Grund, wieso. Schade, dass man hier nicht eine andere Sniper wählen kann. Es gibt ja diese Maps, diese AWP-Maps gibt es ja auch noch. Eine AWP wäre auch noch cool gewesen, hätten sie das hinzugefügt. Das wäre eigentlich auch noch nützlich gewesen, aber ich komme auch mit dieser Sniper klar. Oh mein Gott, Leute. Also heute probiere ich... Okay, ich probiere eine Headshot-Runde zu machen. Oh mein Gott, voll getroffen. Der Gegner hat mich nicht gesehen, Leute. Ich war, glaube ich, noch schön im Schatten hier. Die Schatten verdecken nämlich die Sicht, glaube ich, auch noch. Für die Gegner, dass sie mich abschießen können. So, schaffe ich das ohne zu sterben? Okay, wenn ich Headshots mache, dann schon. Wenn alle Gegner auf einmal kommen, wird es natürlich schwierig, allen einen Headshot zu geben. Aber man kann es auf jeden Fall probieren. Okay, ich probiere jetzt die Bombe aufzuhalten, so schnell wie es geht. Ja, das geht ja schneller als natürlich beim Wettkampf, Leute, ne? Also das Bombenlegen ist ein bisschen ein anderes System, weil es halt schneller geht, bis die Antiterrorien-Einheit die Bombe aufgehalten hat, als beim Wettkampf. Ja, wir führen mit 5:1, also ihr merkt auf jeden Fall, ich bin heute wieder richtig am Rasieren auf dieser Map. So gut wie nie, einfach so richtig gut am Rasieren bin ich heute wieder. So rasiert habe ich schon, wie gesagt, schon länger nicht mehr, vor allem nicht, ja, habe ich eigentlich schon länger nicht mehr. Vor allem nicht mit dem Sniper, Leute, ne? Hier wird zwar nur mit Sniper gespielt, werden jetzt da auch noch Sturmgewehre und alles möglich. Weiß ich nicht, ob das so einfach für mich gewesen wäre, aber nicht auf jeder Map bin ich so gut, ne? Auch wenn es nur fliegender Scout-Schütze ist. Oh mein Gott. Schön getroffen, Leute. Einer lebt noch. Genau nur... Ich hoffe jetzt nicht, dass dieser Gegner die Bombe gelegt hat. Schleich mich mal hier schön an. Bevor er mich angreift. Der wird sich irgendwo hier befinden. Okay, hier ist er nicht. Ja. So, Schluss mit lustig. Alle Gegner sind down. Okay. Mein Teammate muss die Bombe aufhalten. Ich hoffe, er haltet sie auf. Ja, er ist sie am Aufhalten, Leute. Sehr schön gemacht. Wir führen mit 6:1. Ich würde sagen, eine Runde spielen wir noch und dann würde ich sagen, wechseln wir natürlich zum Modus Wettkampf. Fliegender Scout-Schütze geht auf jeden Fall ab, Leute, ne? In der Luft habe ich es vielleicht nicht so mit dem Kills machen, aber das hatten wir bei der vorherigen Map. Ich weiß nicht mehr, wie diese Map hieß, aber war auf jeden Fall nicht lange her. Ein paar Wochen oder einen Monat oder wann. Haben wir auch auf einer Map nämlich eine Runde Fliegender Scout-Schütze gespielt. Und da haben wir aber, glaube ich, nicht so rasiert wie hier. Ich kann jetzt voll easy gut Headshots machen, ne? Normalerweise ist es immer voll schwierig gewesen, aber hier ist es natürlich auch einfach, weil die Gegner zuerst mal stillstehen müssen, bis sie auf mich zielen können. So, hier sind keine Gegner mehr. Die kommen natürlich in diese Richtung. So, und jetzt steht 7:1 und dann würde ich doch mal sagen, Leute, wechseln wir natürlich zum Modus Wettkampf. Das muss man auf jeden Fall tun. Gut, Leute, es geht auf jeden Fall weiter mit dem Modus Wettkampf. Ich bin jetzt mal richtig gespannt, wie wir natürlich jetzt heute hier beim Modus Wettkampf hineinstarten in die Runde. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt mal offensiv angreifen. Natürlich probiere ich jetzt ein schönes Pistolenduell zu erreichen. Okay, das war schon mal nicht so gut. Schön gemacht. Schön. Okay, gutes Pistolenduell. Okay, vor allem mit dem Team zusammen. So, wir führen mit 1:0, Leute.
selten natürlich, oder besser gesagt, kommt wenig vor, dass ich die erste Runde natürlich, wenn ich so in den Kampf reingehe, überlebe. Aber diesmal habe ich es gut überstanden. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal mit der Sniper, wo wir vorhin beim Spielmodus fliegender Scout-Schütze gespielt haben. Probieren wir jetzt mal Kills zu machen. Wird vielleicht nicht unbedingt so einfach sein, weil hier natürlich die Gegner viel zu schnell herumzögern und weil die halt einfach, ja, herumzögern und halt zu nervös sind. Ich denke, das wird natürlich der Grund sein. Okay. Tränengas bringt, glaube ich, auch nicht viel. Ey, dann hätte ich theoretisch easy mit der Sniper in dieser Zeit abschießen können. Okay, ich habe ihn wenigstens jetzt ein- oder zweimal getroffen. Ich weiß, nicht viel, aber naja. Immerhin etwas als gar nichts. Oh mein Gott, schönes AK-47-Duell. Okay, einer lebt noch, einer. Okay, wenn das nicht so ist, dann lege ich mal die Bombe, ne? Ich lege jetzt einfach mal die Bombe, ne? Okay, wir führen mit 2-0. Richtig schön auf jeden Fall. Ist gar nicht mehr nötig, um die Bombe zu legen. Wir haben übrigens nur Punkt A wieder zur Verfügung, um die Bomben legen. Und eben, wie ihr ja bemerkt habt, wir spielen auf der Seite von den Terroristen. Ich denke, wir spielen jetzt mal mit dieser Sniper, Leute. Denn dieser Sniper kann natürlich viel mehrere Schüsse, wie gesagt, mehrere Schüsse auf einmal schießen. Und muss nicht nach jedem Schuss nachladen. Habe ich eigentlich schon 1000 Mal gesagt, aber manchmal formuliere ich es falsch, deswegen wiederhole ich mich manchmal in anderen Folgen wieder. Schön gemacht. Okay, probiere ich mal auf diese Taktik. Und der letzte Gegner habe ich wieder rasiert, Leute. Ne? Also wenn ich mit dieser Sniper nicht rasiere, Leute, dann bin ich nicht gut auf einer Map. Und wenn ich mit dieser Sniper rasiere, dann bin ich auf jeden Fall ordentlich am Start, Leute. Dann bin ich einfach am Start. So, ich denke, MP-Action darf heute auch mal sein. Jetzt haben wir mal mit der Sniper sehr, sehr schöne Kills gemacht. Headshots sind eher schwieriger, Leute. Kann ich aber auch probieren. Natürlich muss ja nicht unbedingt mit einer Sniper sein. Kann ja auch mit einer MP-Waffe sein. Wollte ich jetzt eigentlich gerade machen, aber ich glaube, die sind am Gesicht leider zu fest geschützt. Oha, das ging jetzt aber gut, ne? Hier habe ich, glaube ich, jetzt auch nicht ganz nach unten gezielt. Ein bisschen weiter nach oben zielen und dann klappt das schon, ne? 2-4. Immer so ein Duell. Okay. 3-1, ein Punkt für das Team von der Antiterrorien-Einheit. Trotzdem sind wir noch in Führung. Ich denke, ich mache jetzt das Ganze vielleicht ein bisschen spannender, indem ich noch die Shotgun natürlich nehme und probiere das mal mit der Shotgun, was vielleicht nicht unbedingt gerade so einfach werden wird, aber einige Kills dürfen auf jeden Fall drin liegen. Ja, ey, Digga, die gehen einfach alle... Ja, Digga, wenn ich so in den Kampf gehen würde, müsste ich mich auch nicht wundern, wenn ich schlussendlich sterben würde. Ey, nee, ich mache jetzt das nicht... Ja, dann greifen sie mich halt von außen an, ne? Aber ich habe keine Deckungsmöglichkeit von innen. Vor allem, wenn alle auf mich loskommen, dann habe ich schlussendlich gar keine Chancen. Ich mache das einfach so. Ich mache es einfach so, Leute. Ich probiere es trotzdem irgendwie noch auf eine Art und Taktik zu spielen. Ich kann aber einfach hier drin bleiben. Eigentlich wäre das ein guter Aussichtspunkt, um mit der Sniper zu schießen. Das wäre ein guter Ort eigentlich. Okay, nicht getroffen. Oha. Oha. Shit, ich habe die Bombe nicht. Meine Güte, ey. Scheibe, ich habe die Bombe einfach nicht. Ich möchte die eigentlich schon alle noch eliminieren. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie kommen. Da sind keine. Ja, die stehen irgendwo wieder. Oh, shit, Junge. Wow. Wow, okay. Mit 2 Leben. Oh mein Gott, einer noch. Leute, wie ich am Rasier... Oh mein Gott, mit 2 Leben. Junge.
Oh mein Gott, Leute, alter Schwede, war das eine geile Killshow, ey. Alter, ich habe einfach alle vier oder drei oder was auch immer noch. Ich war der Letzte, der überlebt hat und habe alle drei, vier noch ausgeschaltet, Leute. Und das auch noch mit zwei Leben. Leute, auf diese Taktik habe ich es gemacht, Leute. Wenn man ja die kann, wenn man ja diesen Lüftungsschacht hat, dann kann man das auch als Taktik benutzen. Und wir führen jetzt sogar mit 4 zu 1, ey. Besser kann es ja nicht gehen, ey. Was für ein geiler Kill, Leute. Was für eine geile Killshow, besser gesagt. So, ich glaube, die sind jetzt wütend, deswegen schießen sie so drauf los. Aber ich werde natürlich auch wütend. Schön gemacht. So, die Bombe ist gelegt. Oh mein Gott, jetzt bin ich aber mit der Shotgun am Rasieren, ne? So, wir führen mit 5 zu 1, Leute. Die Bombe ist bis jetzt noch nie explodiert, aber bis jetzt war es auch nicht nötig. Denn wir führen mit 5 zu 1. Es kann also wirklich nicht besser laufen, als es schon ist. Kevlar kaufe ich jetzt auch noch, Leute, um das Ganze noch spannender zu machen. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir mal wieder die MP. Ich probiere jetzt mal einfach so wieder zu schießen. Denn wenn ich jetzt mich nur auf Headshots fixiere, dann wird die Wahrscheinlichkeit eben kleiner sein, weil die Gegner können dann eben geschickt auch ausweichen, obwohl ich eigentlich auch gut ausweichen kann. Vor allem, wie ich da im Lüftungsschacht gut gespielt habe, mit guter Taktik, mit zwei Leben, Leute. Ihr müsst euch ja mal vorstellen. Okay, ich habe mich durchgekämpft. Schön. Okay, da musste ich nachladen, ne? Nachteil. Nachteil. Shit! Shit, Junge! Nur eine Sekunde später, Leute. Nur eine Sekunde später. Und ich hätte den Gegner noch abknallen können. Es war jetzt mein Fehler, dass ich hier die Bombe gelegt habe. Aber wir waren sowieso knapp. Es wäre sowieso, glaube ich, knapp geworden. Zwar, ich hätte vielleicht noch eine Chance gehabt. Okay. Nächste Waffen-Action beginnt. Und zwar mit der AK-47. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Hier kommen die Gegner, wie gesagt, wieder viel, viel schneller, weil die Map natürlich auch wieder kleiner ist. Schön gemacht. Mit dem auf der Seite habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Schön. Schön gemacht. Okay, einer haben wir noch, Leute. Einer. Nein, 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 nein! So, gewonnen. Es steht 6 zu 2. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch zwei Durchgänge, Leute. Und dann würde ich sagen, werden wir natürlich für heute die Folge natürlich beenden. Natürlich jetzt noch Kevlar oben drauf. Ja, MP9 gibt es natürlich hier nicht. Nehmen wir mal wieder die UMP, ne? Können wir die auch mal wieder nehmen. Vielleicht rasieren wir ja mit dieser auch wieder ordentlich. Ich muss einfach beim Nachladen wieder sehr gute Deckung haben. Okay, hier vorne ist einer. Mehrere sogar. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Bleib mal hier in Deckung. Schön gemacht. Shit. Gut gemacht. Leute, Alter, wie ich die wieder rasiert habe, Leute. Ich war wieder der Letzte und hab die mit dieser schönen Taktik wieder rasiert. Mit der UMP-45. Alter Schwede, habt ihr das gesehen? So, jetzt der letzte Durchgang, Leute. Kevlar muss ich gar nicht mehr kaufen. Ich denke, jetzt machen wir natürlich noch Nova Action. Ich probiere jetzt mal möglichst viele Kills mit der Nova hinzubringen. Aber alter Schwede, habt ihr das gesehen, Junge? Ey, ich habe wieder einfach alle rasiert wieder. Ich dachte nicht, dass ich alleine noch Chancen hätte. Aber heute habe ich schon alleine zweimal Chancen gehabt. Und einmal sogar nur mit zwei Leben. Ihr müsst euch mal vorstellen, ey.
Also wenn ich mit Taktik wieder spiele, dann geht's. Schön gemacht. Schöner Nova-Kill. Schön gemacht. Zu geil einfach. Zu geil einfach. Wir sind am Gewinn, Leute. Wir sind am Gewinn. Digga, das kommt gut. Das kommt gut. Jemand sollte die Bombe mal legen, wo er noch die Bombe hat. Ja, genau. Sehr schön. Schön gemacht. So. Jetzt nur noch einer und dann haben wir es. Ich mache mich mal gefasst. Der kann natürlich von jeder Seite kommen. Ja, wenn du die Bombe stoppen willst, solltest du natürlich noch nach vorne kommen. Genau auf das habe ich gewartet. So, wir führen mit 8 zu 2, Leute. Auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Führung. Ja, das war es auf jeden Fall wieder für diese coole Folge, Leute. Mir hat das auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, Leute. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Let's Play, Leute. Also macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, haut rein, Leute. Und tschüss.